Die besten Preise zu den besten Games von diversen Publishern zusammengefasst auf einer Seite. Gehe jetzt auf www.instantgaming.com. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro Reptos Rage. Oh Gott. Yeah, das ist wieder so ein Scheiß. Das ist die Ringe. Da oben! Da unten! Da oben! Nicht ganz, aber egal. Okay, das können wir schon knicken. Das können wir schon knicken, weil diese Scheißsteuerung wieder ist. Es ist zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. Ich komme nicht hoch. Diese Steuerung ist so ein Scheiß. Oh mein Gott, sie ist so ein Scheiß. La 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 la. So. Also S drücken, um hochzukommen. Ich drücke jetzt nicht immer, mach das jetzt echt mit Tasten, weil. Danke. Hat ja gut funktioniert. Hä? Und jetzt fliegt er zu hoch! Jetzt fliegt er zu hoch! Alter, ich kotze dieses Spiel. Diese scheiß Level immer. Oh Gott, ey. Das ist nur das erste schon. Das regt mich schon auf mit der Steuerung. Okay, klar, wir hatten schon die vorherigen Level. Ich drück nur ganz kurz mal W. Ja, danke. Ja, okay, der Run ist besser. Aber immer noch scheiße. Oh Gott. Das ist eine miese Sache hier. Kannst du schon knicken? Also diese Sache ist mega mies hier. Besonders wenn du dir nicht richtig anzielst, triffst du auch nicht. Ja, kannst du knicken. Ich krieg nicht mal den letzten Bootsfahrer hier. Na, man kriegt auch keine Bonuszeit oder so. Ja, kannst du knicken. Hi. Ja, leck mich doch aber. Ey, das ist so beknackt einfach. Okay, ich mach die Bootsfahrer zuerst. Was haltet ihr denn davon? Ich glaube, wenn ich die gefangen habe, alle, ich glaube, dann haben wir eine relativ gute Zeit. Oh nein, lande doch nicht. Oh Gott. Und die Spacke. Lenken und jetzt die Ringe. Okay. Wir haben fast keinen Zeitverlust. Komm, oh, ich wollte eingönnen. Schade. Schade. Nein, falsche Taste. Ich kotze diese Steuerung an. Warum ist die invertiert? Invertierte Steuerung beim Fliegen. Das ist so zum Kotzen einfach. Okay, wir haben keine Zeit mehr. Müssen einen erwischen. Oh geil, danke, du blöde Scheißsteuerung. Ich mach. Ah!
Ihr seht, was das für ein absoluter Schrott ist. Ja. Das hier ist absolut unfair. Die Boote, die Bögen, die Ringe, alles kein Problem. Aber die Wagen, ihr habt, also wenn ihr bis hier geguckt habt, habt ihr gesehen, wie ich auf die zugeflogen bin, hab Feuer gespuckt, aber keine Wirkung. Das ging entweder durch die Dorsch oder ich wurde von denen getroffen. Ich wurde auch mal 4-mal hintereinander oder so getroffen. Das ist absoluter unfairer Scheiß für die erste Welt. Sorry. Das ist absolut uncool. Ich werde es jetzt nochmal probieren, nur die Fahrzeuge zu bekommen. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Muss ich gegenlaufen? Als ob. Was? Du musst den Scheiß. Was? Woher willst du das wissen? Habt ihr das gesehen? Man bekommt an dem Punkt. Bekommt man, wenn man auf den Bahn läuft, bekommt man eine Superladung. Woher? Wie? Wer sagt dir das? Wer? Niemand. Keine Information. Null. Ey, was für ein absoluter Betrug. Alter Schwede. Das ist echt ein Minus. Ein absoluter Minuspunkt für das Spiel. Dir wird das nicht mal gesagt. Oh, hey Spyro. Falls du Probleme hast, die Wagen im Fliegen einzufangen. Hey, es gibt eine Möglichkeit, dass du rennen kannst. Wenn du auf der Bahn läufst. Du bekommst die Superladung, wenn du auf der Bahn läufst. Oh, danke für diese Information. Jetzt habe ich den Pisser nicht getroffen. Ich raste aus. Kannst du eh schon knicken, glaube ich. Ja. Probier jetzt die Ringe. Und danach die anderen Ringe, die Bögen. Ja, es sind nur 10 Sekunden. Das kannst du sowas von knicken einfach. Ich hab auf ihn gezielt. Es hat nicht funktioniert. Ah, das kannst du aber knicken, ey. Ah, das kannst du sowas knicken. Das kannst du knicken. Ah, man kann es so schön knicken. Nein, 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 nein. Komm schon. Jo, jo. Und selbst dann habe ich nur 3,7 Sekunden über. Das war absolut unverschämt mit den Wagen, dass du keine Informationen bekommen hast. So, ich muss jetzt aber nochmal, also neben meinem Rage jetzt gerade. Es gibt nämlich noch was, was ich gerade hier entdeckt habe. Und zwar... Du hältst dich bestimmt für ziemlich gut. Mal sehen, ob du so gut bist wie der aktuelle Champion. Ein Rennen? Okay, Spyro, das ist der Streckenchampion. Um das Rennen zu gewinnen, musst du durch alle Ringe fliegen. Aber pass auf! Folge dem Jäger durch die Ringe. Wie, er ist der Champion? Wo muss ich überhaupt hin? Ah, da oben. Gott. Hä? Warum hat das nicht gezählt? Warum hat das... Nicht so einfach, wie du dachtest, oder? Ja, weil es komplett unverschämt ist. Okay. Halt die Schnauze. WTF? Du hast nicht mal eine richtige Markierung irgendwie. Und ich muss ja schneller sein als der. WTF? Er fliegt jetzt da lang. Jetzt fliegt er hier runter. WTF, wo soll ich das denn wissen? Als ob. Er fliegt jetzt hier durch. Ja, Alter, leck mich. Okay. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Du musst ja hier verlieren mindestens einmal. Sonst weißt du gar nicht, wie die Strecke ist.
Ja, oder du guckst ein YouTube-Video an, ja. Aber Spyro kann sich kein YouTube-Video angucken. Hm, kann ich auch nicht aktivieren. Nichts. Ich glaube, nach dieser Folge mache ich Schluss. Oh, sieh die Bug. Du hältst dich bestimmt für ziemlich gut. Hast du gerade den Bug gesehen? Mal sehen, ob du so gut bist wie der Akt. What the fuck? Die Zeit ging nach oben, hä? Okay. WTF, die Zeit ging nach oben. Was war das denn? Mega-Bug. Okay, er fliegt hier hin. Jetzt muss ich diesen Ring holen. Was passiert, wenn ich schneller als er bin? Ah, ich bin niemals schneller als er, oder was? Oh, doch bin ich. Nicht so einfach, wie du dachtest. Okay, Spyro, das ist der Streckenchampion. Um das Rennen zu gewinnen, musst du durch alle Ringe fliegen. Aber pass auf, wenn Jäger zuerst durch einen Ring fliegt, beginnt der Ring zu schrumpfen. What the fuck? Ich war Erster und wurde zurückgesetzt? Dann darf ich ja gar nicht schneller sein. BTF, was ist das denn für ein scheiß Rennen? Was ist das denn für ein Dreck? Sorry, aber das ist für mich absoluter Dreck. Oh, der fliegt gar nicht. Als ob, der fliegt hier lang. Und wo jetzt? Kann mir bitte jemand sagen, wo der hin ist? Was? Nicht so einfach. Okay, Spyro. Ich will dich rösten und einfach auf einen Spieß drehen, dich essen. Gott. What the fuck? Was ist das für eine absolute miese Sache? Hey, jetzt nach oben? What? Wo? 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 Hä? Ist weg. Ist weg. Da hinten! Nicht so alt! Okay. Das war ein absoluter Scheiß. Nicht. Oh. Ist das ein absoluter Dreck einfach nur? Das gibt es in jeder Welt wahrscheinlich. So ein scheiß Game hier. Oh Gott. BTF, das soll ich mir so einfach merken? Really? Alles klar, klar, kenne ich in- und auswendig, ja, ja. Ich weiß genau, wie ich da fliegen muss. Alter, und mit der Sonne, ne? Alter, was? Alter, du lässt mich doch... Du jetzt wieder nach oben? Ich hoffe, das funktioniert jetzt, ey, weil bei mir ist langsam die Geduld am Ende. Ich bin ohne Vorurteile in dieses Spiel, in dieses Level gegangen, ja? Ich habe zwar am Anfang gesagt, oh nee, ich weiß schon, was auf mich zukommt. Aber das hier. Gute Arbeit, Spyro. Das war ein ausgezeichneter Flug. Das war ein Flug, aber kein Rennen. Du hast gesagt, das ist ein Rennen. Beim Rennen heißt es, du musst gewinnen. Wenn du sagst, ja, flieg dem Jäger hinterher und bekomm alle Ringe, okay. Das wäre ja auch verständlich gewesen. Aber nein, es war ja ein Rennen anscheinend. Hä?
Kann ich nicht rösten? Bitte? Ich habe große Lust dazu. Tut mir leid. Guck, die Zeit geht wieder nach oben. Ist das ein Bug? Was passiert denn jetzt, wenn ich durch den Ring fliege? Nix. Nix. Passiert nix. Ich mach das nächste Mal einfach so, weißt du? Ich mach das nächste Mal einfach so. Ich lass die Zeit einfach nach oben laufen. Ist das ein Hack oder was? Warte, was ist das hier eigentlich? Oh, schön. Errungenschaft freigeschaltet, anheizen. Du das hältst dich bestimmt. Nein, guck, bereit für ein Rennen. Nein. Halt die Schnauze. Geh weg, sonst röste ich dich auch noch. Kann ich nicht auch rösten? Ich will einfach nur weg. Beenden. Weg hier. Alter, ist das ein absoluter Scheiß. Boah. Gott. Ich hoffe, mit dem Controller funktioniert das besser als mit der Maus und Tastatur. Aber es lief gerade. Also, es ging gerade gut, aber... Alter, das war... Das war das erste Level. Und das war schon scheiße. Wie sollen denn die anderen werden? Keine Informationen? Du kriegst keine Informationen zu dem, was du eigentlich machen musst? Ich weiß es nicht. Ich mache auf jeden Fall an dieser Stelle in Aquaria Schluss. Weil wir gehen jetzt noch da rein und dann brauche ich einen Speicherpunkt einfach. Weil ich weiß nie, wann der Speicher ist. Okay. Oh, das arme ein Seehörnchen da. Die komischen Typen mit den Schockstöcken haben unser Wasser abgelassen. Wir bekommen es nur zurück, wenn jemand die Schalter aktiviert, die sie bewachen. Lol. Hab's. Bitteschön. Oh. Das war nicht geplant. Kannst du es wieder deaktivieren, bitte? Scheiße. Ich möchte eigentlich nur speichern. Ich möchte nur speichern. Oh, geil. Secret schon mal direkt entdeckt. Ich möchte nur speichern. 14. Ich möchte speichern. Einfach nur speichern. Ich möchte nur speichern. Speichern? Oh, danke. So. Und damit verabschiede ich mich auch für diese Folge und für diese Session, denn ich bin gerade so genervt einfach nur von diesem Spiel. Von dem einen Level da. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge mit Haien und den komischen Typen hier. Ciao. Und sorry für den Rage, aber das war einfach... Das geht nicht. Das geht nicht. Sorry. Also keine Erklärung. Ich kann verstehen, dass vielleicht die Steuerung... Okay. Kann ich jeder hinkriegen, aber... Dass du wenigstens eine Erklärung bekommst, das wäre nett gewesen. Naja, egal. Bis zur nächsten Folge.